Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Kurs of UU Tech. Nicht erschrecken, es ist diesmal kein Tutorial, es ist ein kurzes Infovideo und ich möchte euch wirklich ein paar Informationen kurz mitgeben und natürlich auch eure Meinung wissen. Deswegen unbedingt dranbleiben, denn ihr könnt unseren Kanal mitgestalten und deswegen müssen wir euch einfach mal ein bisschen was fragen. Es geht um Folgendes: Wir hatten jetzt eine etwas ausgedehnte Sommerpause, die war, naja, ich will jetzt nicht sagen total ungeplant, aber das hat sich so ergeben und es kam natürlich kein Content und ja, bei uns ist es so, wir haben jetzt vor einiger Zeit, besser gesagt 2012, ist schon wieder ewig her, hatten wir uns mal dazu entschieden, unsere Kanäle aufzuteilen. Unseren einen Kanal, den wir damals dicht gemacht haben, in drei Kanäle zu unterteilen. Den Technikkanal, den Tech, da seid ihr jetzt gerade hier, den Gaming-Kanal für Gaming, wer hätte das gedacht, und den TV-Kanal für Vlogs, für Making-of, also alles, was mit dem Projekt an sich zu tun hat, Kurs-of-U-Projekt. Und jetzt ist eben die Frage, sollen wir solche Sachen wie zum Beispiel, wir machen eine Sommerpause, in so ein Update-Video einfach mal mit reinpacken und euch darüber informieren, nichts großartig Langes, aber einfach, dass ihr Bescheid wisst, dass es vielleicht jetzt mal das und das passiert, oder sagt ihr, nee, dann würde ich euch sofort deabonnieren, weil ich will sowas nicht in der Abo-Box haben. Ich habe euch für Technik abonniert, für reine Tutorials, für reine IT-Sicherheit und ich möchte nichts anderes haben, dann ist es auch okay, wir wollen es nur wissen. Und wir möchten auch diesmal so ein paar Leute antriggern, die sonst eigentlich ja nicht kommentieren, weil es nichts zum Kommentieren gibt vielleicht oder weil sie mit dem Content zufrieden sind. Schreibt bitte mal, auch wenn ihr vielleicht sagt, ja, das könnt ihr machen, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Wir wollen mal so ein bisschen, ja, eine Stimmung auffassen. Wir wollen jetzt nicht einfach mal anfangen. Gut, ich habe jetzt schon mal den Start gemacht, sonst würdet ihr von der Aktion gar nichts mitkriegen. Aber wir wollen einfach mal wissen, was haltet ihr davon? Und dann könnten wir euch da auch informieren. Es ist einiges passiert, also ich würde ein bisschen was erzählen, aber ich möchte das Video jetzt nicht in die Länge ziehen und vielleicht interessiert es ja auch wirklich keinen. Deswegen ist die Frage, sollen wir da die Grenzen ein bisschen verschmelzen und diese ganz strikte Trennung zwischen TV- und Tech-Kanal einfach auflösen und sagen, okay, wenn es was Wichtiges gibt vom Projekt, dann auch hier rein und vielleicht auch mal ein bisschen abgrenzen von eurer Seite, was interessiert euch denn? Und ja klar, also viele wissen es wahrscheinlich gar nicht, aber Kurs OFU ist halt mehr als dieser YouTube-Kanal, ist mehr als Tutorials und mehr als IT-Sicherheit und deswegen ist halt die Frage, sollen solche Videos dann auch hier ein bisschen mitlaufen? Und unsere Idee ist es einfach, oder vielmehr meine Idee ist es als Projektleiter, dass man sagt, okay, man macht solche Sachen wie eine Sommerpause oder wenn sich irgendwas verzögert oder wir irgendwelche Sachen wie Messegeschichten planen, dann hauen wir hier ein Update-Video raus, damit eben auch auf unserem Hauptkanal, das ist halt nun mal der Tech-Kanal, dass ihr dann halt eben auch wisst, was abgeht und eventuell dann halt auch über Content informiert werdet, der vielleicht auf dem Gaming-Kanal stattfindet, weil es eben, ja, Material von der Gamescom zum Beispiel gibt, von der Messe. Jetzt gab es ja auch Content, habt ihr vielleicht gesehen, im Juli war das Ganze, das war schon eigentlich mehr oder weniger Sommerpause bei uns, da gab es Content von dem Tuber Camp in Berlin. Das ist ja jetzt kein, sag ich mal, reiner Technik-Content, hat aber im weitesten Sinne natürlich auch was mit, ja, dem Internet, der Netzwelt zu tun. YouTube ist ja eine riesen Online-Community, wenn man das so sieht. Also im weitesten Sinne natürlich auch ein Technikthema. Und da ist eben die Frage, sollen wir sowas wieder machen? Interessiert sowas? Oder sagt ihr, nee, bloß nicht? Wie schon gesagt, ich möchte reine Tutorials haben und rein IT-Security. Oder kann man auch sowas immer mal ein bisschen mit reinstreuen? Natürlich soll das nicht der Haupt Inhalt von dem Channel bleiben. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass wir das nicht hauptsächlich machen wollen, aber so ein bisschen was. Ab und zu habe ich da, muss ich auch ganz ehrlich sagen, immer auch mal Lust dazu, sowas zu bringen. Und es ist auch aus meiner Sicht nicht ganz uninteressant, um einfach YouTube zu verstehen. Und ich meine, weiß nicht, vielleicht sind auch ein paar Marketing-Leute unter unseren Zuschauern, die wissen natürlich, wie diese Maschinerie funktioniert, was dahinter steckt. Aber für den, sagen wir mal, Otto Normal YouTube-User, eingeschlossen mich natürlich, der YouTube wirklich nur als Plattform betrachtet, um seinen Content zu verbreiten, ja, und halt mit seinen Zuschauern zu interagieren. Für solche Leute ist es halt immer interessant, was geht da eigentlich ab mit den sogenannten Influencern. Schreckliches Wort, ich mag das überhaupt nicht. Ich habe auch jetzt gelernt, dass sogar wir schon mit unseren paar Abonnenten, ohne euch jetzt irgendwie in irgendeiner Form schmälern zu wollen, ihr seid super, ihr seid die Besten, aber
von der Zahl her halt noch nicht so viele. Wir sind Mikroinfluencer. Interessant. Also interessant, dass wir selbst mit unserer Größe schon so einen Begriff haben. Anyway, meine Frage, soll sowas öfters kommen, bevor ich mich jetzt hier wieder verquatsch? Wir würden auch eventuell irgendwann mal was planen in Richtung Interview. Es gibt da schon konkrete Vorstellungen. Das wird dann wahrscheinlich auch was sein, das komplett offscreen abläuft. Also ähnlich wie eben das Tubercamp. Und würde allerdings dann auch, sei mal, ziemlich facettenreich sein. Aber im tiefsten Sinne natürlich alles auf das Thema Internet und Technik und vielleicht auch mal YouTuber oder auch mal vielleicht ein paar Politiker treffen. Wäre natürlich auch super. Also ich würde ganz gern mal so mit manchem Politiker mal über das Thema Breitbandausbau oder Digitalisierung sprechen. Ist natürlich auch immer die Frage, man muss an solche Leute rankommen, aber wenn man nie damit anfängt, dann wird man es auch nie schaffen. Deswegen ist eben so die Idee, dass man irgendwann mal vielleicht sowas startet, und das ist jetzt im Hinterkopf. Es gibt schon einen inoffiziellen Start dafür, und wir wollen jetzt einfach mal abfragen, was haltet ihr davon? Also, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Ich will das Video jetzt nicht länger machen, als es eigentlich notwendig ist. Zum Schluss noch eine ganz wichtige Info. Jetzt kommen noch ein paar Videos online in den nächsten Tagen. Die sind vorproduziert, denn dummerweise hatten wir nicht mal die Zeit, die vorproduzierten Videos zu veröffentlichen, weil, wie ihr vielleicht wisst, wir machen ja nicht nur das Video auf YouTube einfach uploaden und fertig, sondern es gibt für jedes Video immer noch einen Artikel auf der Website, wo dann eben Näheres beschrieben ist, Screenshots vielleicht noch, Verlinkungen, Beschreibungstext, Hinweise und so weiter und so fort. Und das braucht eben Zeit, und das ist nicht damit getan, einfach das auf YouTube hochzupumpen, zu veröffentlichen und dann hoffen, dass es geklickt wird. Ich meine, da seid ihr dann bei Kurs of You falsch. Wir machen das ein bisschen anders, und es ist auch nicht der Anspruch, sondern wir wollen da ein bisschen professioneller das Ganze machen als vielleicht manch anderer YouTuber. Aber klar, es gibt immer Leute, die sind besser als einer selbst. Aber das ist ja auch das, was dann jemanden pusht und jemanden motiviert, immer besser zu werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr konntet jetzt die 7 Minuten durchhalten, und wir freuen uns auf eure Meinung, und wir werden uns dann in den nächsten Tagen, Wochen irgendwie schon mal wieder bemerkbar machen in diesem Sinne. Bis zum nächsten Video. Viel Spaß weiterhin auf dem Channel. Euer Steffen Kolb von Kurs of You Tech.